Einhornsessel aus dem Geschäft. Absolut, ein riesiger Einhornsessel, Eusebius. Ist das nicht auch eine der Aufgaben eines Partners, was einem ungefragt ins Wort fallen? Ich weiß nicht, ob das eine Aufgabe des Partners ist. Ist das so? Dann müsste ich mich vielleicht entschuldigen. Weiß noch nicht. Ja, ich darf da schon mal ein bisschen Mimimi machen, Onkel. Früh aufstehen an einem freien Tag ist uncool. Ich lasse mal den Renderer ein bisschen laden hier. Bis der sich mal ausgeruckelt hat. Ja, genau so ist es auch. Ich bin heute bleich. Findest du? Es liegt an der Kälte. Das ist die Kälte. Um 5 war ich heute auch schon wach. Alter. Ja. Ja, wir. Nee, es stimmt gar nicht. Doch, stimmt, weil dein verkackter Wecker geklingelt hat. Ja, Sandro hat nämlich vergessen, den Wecker auszustellen. Und da klingelte um 5 der Wecker. Es war stockfinster und ich dachte mir, was? Es kann da doch nicht Zeit zum Aufstehen sein. Was? War nicht schön. Zu meinem echten Namen ist nicht mehr stark genug. Aber es ist ja meine Schuld, bin einfach zu wenig da. Ach so, Max. Wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich nicht völlig täusche, ist es Max. Wunderschönen guten Morgen, Spartaner. Hallöchen. Die letzten Wochen habe ich Spätschicht, da gehe ich immer 6:30 Uhr endlich ins Bett. Ach, früh. Oh Gott. Werde am Sonntag auch um 4 Uhr aufstehen. Gott, wieso das denn? Stadio, einige alte Elder Scrolls, Metro, Gothic 2, bla. Ja, so viel zu tun, oder? Niki, so viel zu spielen und so wenig Zeit. Das ist schlimm. Tja, Bierballett, da kann ich dir nicht helfen. Am besten den Stream laufen lassen und Elex spielen. Nicht gut? Ich finde das eine gute Idee. So, wir müssen hier mal gucken, wo wir hier zuletzt waren. Das Attentat. Ach so, ja. Genau. Fisk hat das Attentat gegen Esteban beauftragt. Das wissen wir. Das war das Letzte, was wir erfahren haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit dieser Information? Nun, ich weiß noch nicht so recht, was wir damit anfangen. Na, hübsche, schöne. Verdammt, was ist los? Ja, ist gut. Huch, was habe ich denn jetzt? Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht. Ja, Max ist richtig. Niemand auf Twitch mit meinem Nickname an. Ach so, dann versuche ich mich daran ge zu gewöhnen, dass ich dich Max nennen soll, Max. Entschuldige bitte. Ja, wenn dann mal Fang kommt, was mache ich denn dann? So, dann herrscht hier doch pure Verwirrung. Destiny 2 ist lustiger als Elix. Nee, das bin ich raus. Oh, armer Onkel, niemand will mit dir spielen. Der Zug fährt um 5:22 Uhr Richtung Faszination Mutter. Ach so, stimmt, hast du gesagt, Eusebius, dass du dahin fährst. Nach 4 Stunden Schlaf mehr schlecht als recht wach. Oh, das verstehe ich. Schandmaul, einen wunderschönen guten Morgen. Etwa dein Tempo. Jeder Grashalm muss erkundet werden. So ist aber auch richtig. So ist es gedacht. Mr. G, einen wunderschönen guten Morgen. So klingt Raupi am Morgen. Was? Wie? So klinge ich am Morgen. Ich bin so müde. Ich versuche es mir zu merken, Max. So, Fisk, was machen wir zwei denn jetzt? Mensch. Handeln. Ja, nun, aber das ist doch Zeig mir nicht. deine Ware. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Bolzen haben wir noch genügend. Das sind die magischen Bolzen, die ganz tollen. Pfeile brauchen wir doch eigentlich überhaupt nicht mehr, oder? Ich glaube nicht, dass wir jemals auf Geschicklichkeit appen werden. Vollständige Regeneration. Entschuldigung. Ich bin noch nicht so ganz fit. Da sind Dietriche drin. Toll. Ich kann ihm jetzt das Paket, was ich ihm gegeben habe, abkaufen? Ich denke nicht. Weil ich Dietriche bräuchte. Aber am Ende kann ich das Ding nicht aufmachen. Das wäre natürlich total kacke. Wie viele Dietriche habe ich denn noch? Habe ich überhaupt noch welche? Zuletzt hatte ich keine mehr. Zuletzt hatte ich, glaube ich, keine Dietriche mehr, wenn ich mich nicht völlig täusche. Weil ich so schlecht bin.
Na, ich habe noch zwei. Alles cool. Da kann ich vielleicht mit viel Glück kann ich da eine Truhe aufmachen oder so. So, was sollen wir denn jetzt tun hier? Ich weiß, wir mussten... Was halten die Leute hier von Esteban? Da musst du schon etwas genauer werden. Ach so, ja. Nee, habe ich dich, glaube ich, schon mal gefragt. Danke. Ein großes Herz für die Dialoge. Oh ja, absolut. Okay, also langsam. Aber Saku. So, was sollen wir jetzt? Wartet mal, ich speichere hier mal eben, weil ich nicht genau weiß. Ich glaube... Als ob ich nicht schon genug Probleme habe. Ich glaube, sollte nicht Fisk dafür sorgen, dass die Wachen verschwinden? Ach nein, nein, jetzt weiß ich was. Ich sollte Esteban erzählen, dass Fisk das alles geplant hat, das Attentat, dass die Leibgarde dann weggeht und ich kann in der Zwischenzeit Esteban aufs Maul hauen. Ich glaube, das war der Plan. Pass mal auf, Esteban. Mein Freund. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ja, aber ich weiß jetzt Dinge. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, wer hinter dem Attentat steckt. Wer ist das? Sag mir seinen Namen, damit meine Wachen ihm den Hals umdrehen können. Der Händler Fisk steckt dahinter. Zurzeit steht er allerdings ahnungslos in der Kneipe und säuft. Gut gemacht, Kleiner. Meine Wachen werden sich um ihn kümmern. Ihr habt's gehört, Jungs. Schnappt euch diesen Fisk. So, pass mal auf hier. Und wie geht's jetzt weiter? Wie es jetzt weitergeht? Ich sage dir, wie es weitergeht. Fisk wird einen schmerzvollen Tod erleiden. Und jeder im Lager wird davon erfahren. Das wird ihnen allen eine Warnung sein. Aber du kriegst jetzt erstmal aufs Maul. Niki, ich wünsche dir viel Spaß. Kriege ich jetzt einen roten Stein? Du hast deine Sache gut gemacht. Jemand wie du hat in der Mine nichts verloren. Was? Ich kann dich hier viel besser gebrauchen. Aber du wirst im Lager bleiben und weiterhin aber für nein, mich das arbeiten. Will ich nicht. Kai, einen wunderschönen guten Morgen. Willst du mich verarschen? Hallo, es war nie die Rede davon, dass ich für dich arbeite. Der Schläfer, so ein Angebot bekommt nicht jeder. Keine Ahnung. Aber wenn du nicht willst, steht es dir auch frei, das Lager zu verlassen. Wie wäre es, wenn du dein Wort hältst und mir einen roten Stein gibst? Hey, noch ein Wort und meine Wachen müssen dir auch noch wehtun. Welche Wachen? Was? Ach, ich verstehe. Du versuchst, mich reinzulegen. Na, warte. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Ja. Au. Immer festes Haus. Au. Ja, das ist gut. Oh Gott, der ist schwer. Den wirst du ja wohl schaffen. Ja, so ist gut. Immer fest. Oh Gott, der ist wirklich schwer. Holy, das hätte echt schief gehen können. Da haben wir doch unsere rote Steintafel, na? Es geht doch. Ja, sehr gut. Da war er dahin. Phil Kill, einen wunderschönen guten Morgen, Hallöchen. Sklaverei, okay, Game zu Ende. Das weiß ich gar nicht, Schandmaul. Das kann ich dir so jetzt gar nicht sagen. Eher nicht, weil jetzt liegt er halt tot am Boden. Nun. ich nehme alles zurück. Nee, ich bin nicht Rip. Er ist Rip, Gott sei Dank. So, das war verhältnismäßig, also es schien erst schwer, aber es war eigentlich ganz einfach. So, das Problem, was ich gerade habe hier, ich will eigentlich gar nicht so viele Heiltränke. Hat das jetzt geheilt? Habe ich es nur verpasst oder hat das nicht geheilt? Das hat doch jetzt nicht, das hat doch keinerlei Heilungseffekt jetzt gehabt. Ja nicht, dass das alles ist. Sitzt ja auf einer Bank vor einer Treppe. Ja, der guckt sich halt gern die Treppe an. Das ist eine schöne Treppe. Das ist eine sehr schöne Treppe. Ey, Rata, einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Fekel, ich komme bei dir nicht ganz mit. Welchen Char erstellt? Minnesänger? Was? Nein. Das habe ich früher auch immer gesagt. Mich fragt ja. Den Reißverschluss kann man nicht bis nach oben zuziehen, Onkel. Das geht nicht. So, jetzt gucken wir mal nach, ob Fisk noch lebt. Ob der es gegen die Wachen geschafft hat oder ob ich den auch noch aufs Maul hauen muss. Aber das glaube ich nicht. Ich denke, Fisk hat das ganz easy mit links hingekriegt, die wegzunatzen. Ich wegen meiner Kampfkraft. Hä?
Hallo, habe ich ihn getötet oder habe ich ihn nicht getötet? Bitte, was? Hey, du. Ich habe ihn doch wohl umgehauen. Esteban ist erledigt. Darauf habe ich lange gewartet. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun. Und ich muss mich auch wieder um meine Geschäfte kümmern. Also, wenn du noch was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Yay! Fantastisch, locker. Na klar, easy. Hast du gesehen? Mit links. Ja, der hat schon ganz schön zugehauen. Der hat schon ganz schön Aua gemacht, aber wir haben das hingekriegt. Ich lege mich mal eben schlafen für vollständige Regeneration. Ah, ist das ein Vulkanier? Könnte man meinen, Jeffsky, könnte man meinen, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht, ich habe die Story nicht geschrieben. Möglicherweise sind ja hier alle Vulkanier und wir wissen nichts davon. Man weiß nicht. So, geistige Irrwege, das ist Fortuno. Oh, warte mal, wir können jetzt, glaube ich, wir können den Trank brauen. Wir können, glaube ich, den Trank brauen. Lasst mich mal ganz kurz nachschauen. Angras macht einen wunderschönen guten Morgen. Wie ist es, Stream drauflegen mitten in der Nacht? Moin, mein Lieber. Na, bist du wach? Der grüne Novize. Wichtiger Hinweis. Das hier, glaube ich. Elixier der Geistveränderung. Pass mal auf. Herstellung erforderlich. Sekret aus zwei Blutfliegenstacheln. Mana-Extrakt sowie eine Essenz der Heilung. Ein Beutel roter Tränenpfeffer. Ich glaube, das haben wir nicht. Vor allem müssten wir dazu ja auch wissen, wie wir dieses Sekret aus den Stacheln entnehmen können. Schade, ich dachte... Ach nee, das war für den... Wisst ihr, wofür das war? Ich glaube, wir hatten jetzt alles für Lou's Hammer. Brock, einen wunderschönen guten Morgen, Hallöchen. Wasserflasche, zwei Rüben und Sumpfkraut. Und genau, der gemahlene Zahn, das war das Problem. Der Sumpfheilzahn war das Problem und ich glaube, den hatten wir... Wir hatten einen gefunden beim letzten Mal. Lass uns mal eben gucken, ob wir zumindest Lou's Hammer craften können. Das andere geht noch nicht. Bin ich mir zumindest sehr sicher, dass es nicht geht. So, pass mal auf. Wieso kann ich gerade nur... Ach so. Schnaps brennen. Lou's Hammer versuchen. Zu wenig Rohstoffe. Was fehlt mir denn? Ich habe... Wo sind die Rüben? Ich habe zwei Feldrüben. Habe ich Wasser? Ich habe genügend Wasser. Muss ich diesen Stachel erst irgendwie zermahlen? Also, ist er per Hand irgendwie? Ist denn der... Was ist denn das hier? Hering? Wo ist der Sumpfheizahn? Nicht Stachel. Ach ja, ist schon alles nicht so einfach. Da ist er. Zähne eines Sumpfheis. Bin ich nicht, habe gerade so das Handy anbekommen. Das Kissen lasse ich noch nicht los. Ist in Ordnung, Angriffsmacht. Das ist okay. Muss ich das erst irgendwie... Bin verwirrt. Zu weit entfernt? Zu weit entfernt? Na, wie nah? Ich komme nicht näher an den Kessel. Die falsche Seite? Ach, lass. Vielleicht. Ja, schlauer Blick hilft auch... Gerade nicht so. Elixier der Geistveränderung. Wenig Rohstoffe. Und Lou's Hammer geht auch nicht, weil zu wenig Rohstoffe. Ach, erwisch mich doch nicht. Was soll ich denn tun? Das gibt's ja gar nicht. Hammerschnaps. Snuff braucht Schnaps für seine Soße. Er hat mir das Rezept für einen Hammerschnaps gegeben, den ich am Labortisch brauen kann. Ja, aber offensichtlich kann ich es nicht. Haben wir Lernpunkte? 24.
Konnt ihr irgendjemand Alchemie lehren, lernen? Fortuno, du nicht, ne? Bist ein bisschen neben der Spur. Tja, nun. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas dafür lernen muss, bevor ich das craften kann. Soul, einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen. Ich muss weiter. Ist natürlich auch nicht hilfreich. Fisk kann mir sowas auch nicht beibringen. Nee, mit die Leiche wegräumen, wie sieht das aus? Ist ja abartig. Der schlaue Gamer versteckt Dosenmaya-Mate unterm Bett. Oh, hast du ein Glück. Angriffsmacht, gönn dir. Wie Alchemie. Volles Hund aufs Maul. Oh, ich hab's mir fast gedacht, dass hier hinten die Leibwachen tot rumliegen. Ich dachte mir so, warte mal. Estebans Leiche liegt doch auch noch rum. Dann liegen vielleicht auch die Leibwachen noch rum. Gott sei Dank. Mein Loot. Fantastisch. Hopnüsse? Na, ich weiß nicht. Hilft mir gerade auch nicht. Performance-Update? Das hätte ich dir vorher sagen können. Oder was ist das für eins Grafik von Aussehen her? Nasenohrring, einen wunderschönen guten Tag. Ja, Elex hat Update gekriegt. Sieht jetzt bedeutend besser aus als vorher, finde ich. Nein, natürlich nicht. Warum tust du das? Wie, Loot weg? Nee, alles gut. Ich muss hier bloß gerade erstmal klarkommen. Hier haben wir nur den Schmied. Die können mir auch beide nichts Alchemie-mäßiges beibringen. Am Kessel irgendwas hilft mir auch nicht. Nun. Ja. Uno, hast du mir noch irgendwas zu sagen? Eine bessere Rüstung? Ich brauche eine bessere Rüstung. Fisk hat gesagt, du würdest mir einen guten Preis machen. Fisk, sagst du? Gut, ich schulde ihm noch einen Gefallen. Schwere Banditenrüstung kaufen. Ich würde die gern kaufen, allerdings möchte ich vorher noch ganz kurz speichern, weil ich nicht weiß, was die kostet. Das sehe ich nämlich nicht und das finde ich nicht ganz so sexy, dass ich das sehe. Ich habe 8900 Gold. Ich brauche eine bessere Rüstung. Fisk hat gesagt, du würdest mir einen guten Preis machen. Fisk, sagst du? Warte nur auf das Jetpack-Mod für Gothic 2. Es gibt ein Beweisvideo, was? Der gute Loot einfach weg. Warum tust du das? Was habe ich getan in Seven Days to Die? Was habe ich schon wieder verpasst, Joel? Okay, ich nehme die Rüstung. Alles klar. 1400 Gold. Naja, gut, okay. So, jetzt habe ich aber zumindest mal bei den Banditen eine bessere Rüstung. Weil die ich aktuell trage, die ist ja wohl voll für. Und die ist sogar... Warte mal, aber die ist nicht... Ja, aber die ist nicht besser als die Banditenrüstung und auch nicht als die des Wassers. Naja, was soll's. Naja, okay. Zumindest besser als die andere. Twitch mag dich heute? Wieso, was ist denn los, Onkel? Du hast guten Loot gescrappt. Achso, ja. Die Scheiße. Das war überhaupt nicht cool. Das war überhaupt nicht gut. Erstmal schön das Bein gebrochen und dann erstmal schön erstmal den Splint scrappen. Total toll. Was? Kann er mal einen Anben reinhauen, Onkel? Aber das ist trotzdem merkwürdig. Das will doch keiner wissen. Also ich habe dich nicht gebannt, was nicht heißt, dass es nicht jemand an... Ja, du bist nicht. Also er sagt mir auch, du bist nicht gebannt. Ich werde mich dann einsatzfähig. Zum Glück gibt es Maya, Marte und Alexa. Nun, Onkel. Schwierig. So. Hey, du. Paul, hast du mir noch was zu erzählen? Nö, vermutlich nicht. Aber warte mal, wir können mal gucken, du. Ob Huno noch... Hat er noch Rohstahl? Zeig mal, was du hast. Ich sag ja, bei Twitch läuft's... Na, wer weiß, was da schon wieder los ist. Oh ja, hat er. Glühender Stahl. Klinge? Kann ich eine Klinge auch verkraften? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Egal, nehmen wir mit. Vielleicht hat Twitch seinen Trollmonat. Ja, vielleicht. Vielleicht will Twitch auch einfach Onkel ärgern, was ich auch irgendwie nachvollziehen könnte. Irgendwie ist Gothic als Spiel voll an mir vorbeigegangen. Habe ich nie gespielt. Oh, ich kann es so empfehlen, Pro 6. Es ist wirklich, Gothic ist so toll. Den Bandtrojaner. Moin, moin, Heiko. Hallöchen. Ohne rote Steintafel kommt keiner in die Mine. Hab ich. Vergiss die Mine. Ich muss zu Raven. Selbst wenn. Wir haben hier Regeln. Und die gelten für alle, auch für dich. Kehr wieder um. Glaubst du wirklich? Wenn du versuchst, ohne Erlaubnis den oberen Platz zu betreten, werden die anderen Gardisten dich umbringen.
Das sind die Regeln. Aber ich hab doch... Horus! Aber ich hab doch... Ich werde mich da nicht... Hä? Aber ich hab doch... Eben aufpassen, was man so rum... Moment. Verstehe ich nicht. Hier, rote Steintafel. Nee, warte mal, was ist das denn? Das kann ich nicht lesen. Toll. Das ist also nicht das, was ich brauche. Wie kriege ich denn jetzt... Hier brauchst du das nicht zu sagen. Wie komme ich denn jetzt... Das ist also nicht das, was ich brauche? Was zur Hölle? Das hätte er auch selbst wissen können. Nichts zu plündern. Warum erfahre ich das jetzt? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Seine Entscheidung. Was? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Erzähl mir. Ich hätte... Gothic 2 war meine Kindheit, ja. Gothic 1. Die 2 habe ich nie komplett gespielt. Ich hab's gespielt, aber nie komplett. Bis? Zeig mir deine Ware. Was zur Hölle? Mann, was habe ich verpasst? Computer aktiviere Aufwachen. PC-Ecke ging an. Zimmerlicht auf 5% in der Farbe Blau. Außenrollo 5 cm hoch, um zu erkennen, ob es hell oder dunkel ist. Lavalampe geht an. Heizung auf 23 Grad hoch. Bin einsatzbereit. Angriffsmacht ist das jetzt... ich meine, ich kenne Leute, die haben so eine... Also, ich habe davon schon gehört, dass sowas in Wohnungen möglich ist, ja? Ich hätte sowas auch gern. So, dass immer alles automatisch geht. Warum erfahre ich das jetzt? Bist aber noch nicht so der Alchemist, ja? Verdammt. Umsonst gemetzelt, du bist eine Mörderin, verdammt. Ja, umsonst nicht. Ich konnte was looten. Atze, einen wunderschönen guten Morgen. 6:30, moin. Die Nachricht nervt, ja, mach das, Onkel. 5 sind 2 zu viel. Ich glaube auch. Nee, es ist ja kein roter Stein, es ist ja irgendeine Steintafel. Es wird also einfach faktisch nicht das Richtige sein. Alter, nein! Fisk! Hey, du! Ich hoffe, ey, wehe, ich kaufe die jetzt für den Arsch. Glaubst du wirklich? Es ist belastend. Habe ich jetzt Dietriche? Muss ich das noch auspacken? Oh Gott sei Dank. 12 Dietriche. Das ist trotzdem teuer, oder? Zahle ich nicht immer nur weniger? Oh Gott sei Dank, ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Ich hätte, wenn der jetzt abgebrochen wäre, hätte ich gar nicht... Ich hätte nie im Leben gewusst, was ich hier drücke. Kaufe gerade meine Kindheit nach. PS1-Spiele, die ich mir... Was? Zigfach aus der Videothek ausgeliehen habe? Oh, nice. Du hast noch eine PS1? Munzana, moin. Roten Kartons mit 20 Spielen drin, war noch irgendein Rayman und so weiter drin. Nee, sowas habe ich nie gekriegt. Ich war ein armes Kind. Firecracker, einen wunderschönen guten Morgen, Hallöchen. Smart Home. Ja, genau, das meinte ich ja. Angriffsmacht. Smart Home. Gottfinger Morgen, da bin ich dabei. Berli, Hallöchen. Moin, lieber. Sachen nicht besser? Jetzt bist du eine Raubmörderin. Nee, Phil, kill nicht alles. Ich überfliege auch ganz vielen. Schau doch mal ins Questlog. Ich gucke jetzt mal ins Questlog. So, pass mal auf. Geistige Irrwege ist es nicht. Die Herrenneus ist es auch nicht. Spioniere bei den Banditen. Gut, das hilft mir wenig. Untoter Affe, guten Morgen. Skip aus dem Trockenen. 20 vielleicht in die Suche am Morgen. Bill blieb erfolglos. Angus und Hank hatten östlich. Direkt bei dem See. Nee, das hilft mir auch nicht. Kraft der Fokussteine, Vorhut der Wassermage, Reliquien, Raven. Raven Sklaven. Hilft mir auch nicht. Beweise. Auch nicht. Und der Rest ist alles nicht hier. Ist nicht DLC. Das hilft mir alles nicht. Gorna Menlos. Steht die erste Dose des Tages. Lass dir schmecken, Angriffsmacht. Nie so Computer gespielt. Ging erst so mit 16, 17 los. Online-Browser, Click-Games. Yeah.
Nee, ich habe früher, also ich habe relativ früh schon so mit 12, 13, habe ich ein bisschen bei einer Freundin, konnte ich da immer PC spielen. Und dann hatte ich eine Phase, da habe ich nicht so gespielt. Dann kamen LAN-Partys, da habe ich wieder gespielt. Und dann kam wieder eine Phase, da habe ich ein bisschen nicht so gespielt. Und naja, das ist ein Wechsel. Auch die Vollversion gespart. Ach ja, gute Zeit. Guten Morgen, Munsana. Hi. Könnte es allerdings schwierig werden, ja, das ist richtig. Komisches neues Zeug gefunden. Auch direkt looten. Viele alte Spiele für wenig Geld. Ich hatte ja nicht mal einen eigenen PC, Alex. Ich hatte erst zu meiner Konfirmation, habe ich mir meinen ersten eigenen, da habe ich mir aber einen Laptop gekauft. Da habe ich mir einen Laptop gekauft von meinem Konfirmationsgeld. Knallt mir gleich wieder ein Backseat-Game rein. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Ich komme eventuell darauf zurück, Gornamenlos. Ich komme eventuell darauf zurück, aber ich gucke mich noch ein bisschen um. Wann war denn die ESL-Phase? Es war überhaupt keine Phase, es war ein einziges Spiel. Ein Testspiel, ein Übungsspiel gegen eine andere, wie nennt man das da? Gegen ein anderes Team. Und da war ich... 16. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Nicht so mit Online-Games oder Handys. Ja, Pro 6, das kenne ich. Das kenne ich gut. Immer wieder das Gleiche. Viele aktuelle fast instant vergesse. Das ist aber normal, Soul. Ich glaube, das ist verhältnismäßig normal. Clan? In Counter-Strike nennt man das doch nicht Clan. Nennt man das Clan? Hab ich was verpasst? Hast du mal kennengelernt? Auch mit Gothic 1 angefangen. Ja, so gehört sich das auch. Warte mal. Muss mich hier mal noch ein bisschen... Nee, drin war ich schon. Das hilft mir nicht. TSS Clans? Echt? Nun gut, dann Clan. Ja, ich bin da raus. Ihr habt recht, ich bin raus. Guck mal hier. Unsichtbare Banditen. Yay. Liegt übrigens nicht an Gothic. Ja, möchte ich nur erwähnen. Liegt am Renderer. Also am... Möglich ist alles. Am Mod. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich habe gespeichert. Was soll schon groß passieren? Boris! Das hätte ich dir vorher sagen können. Immer wieder das Gleiche. Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein. Ich hatte gehofft. Das macht es uns nicht. Schade. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Nett. Genau, Schmie, genau so. Und Alzenauer, einen wunderschönen guten Tag übrigens. Guten Morgen. Tonic Malo, einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Das hätte er auch selbst wissen können. Irgendwie baumig. Oh Mann, Angriffsmacht. Von einer Sucht in die andere. Man muss eben aufpassen, was man so rumhört. Hat jemand von euch auch erst mit Gothic 2 ohne Addon angefangen? Nee, ich glaube, ich habe das damals direkt mit Addon gespielt. Aber wie gesagt, nie komplett. Ich habe Gothic nie komplett durchgespielt. Also die 2 nie komplett durchgespielt. Die 1 ja, die 2 nicht. Das hätte ich dir vorher gesagt. So. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Das also hilft schlag mir nicht. Dir das aus dem Kopf. Das hilft mir nicht. Das wird sich nie ändern. Ah, hier eine rote Steintafel für dich. Ah, wo krieg ich denn hey, so eine Rüstung was her? Was ist mit deiner Rüstung? Wo krieg ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Ich will nach der Rüstung die Rüstungen fragen. Sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Genau, Onkel. Bild sagt, was Sache ist. Bild dir... Das hätte doch besser wissen. Wer Bild liest, ist selber schuld. In der Skyrim-Mod nach, Angriffsmacht glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass ich das tun werde. Erzähl mir
Für mich gibt es nur ein Gothic und das ist das Original. Das, soll ich denn das in der Skyrim-Mod nachspielen? Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Rüstung, der Kokon reicht ja wohl. Schön wär's! Schön wär's! Ja, ich habe übrigens... Ich habe hier eine rote Steintafel. Okay, du hast Esteban erledigt. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. Oh, in der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern. Drei Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Oh Gott, muss Wall of Text lesen? Geschichte von Brothers? Oh, die war so schön. Oh. Das wird sich nie ändern. Das ist richtig, Soul. Das ist richtig. Ich bin ja selber auch ziemlich bug- und fehlerresistent. Ja, mich stört sowas nicht, also mich hebt sowas nicht immens. Solange es kein Fehler ist, der mich das Spiel nicht spielen lässt, ist es nicht so wild. Sehe ich ähnlich. Und Brothers war fantastisch. Es gibt aber noch viele andere Spiele, die heutzutage rauskommen, die sehr, sehr gut sind. What Remains of Edith Finch zum Beispiel war auch fantastisch. Also es ist jetzt nicht so, dass man von jedem Spiel die Story nicht mehr behält, aber es gibt schon einige, die, sagen wir mal, die man relativ schnell vergisst, glaube ich. It's not a bug, it's a feature. Oh ja, in Elex gibt es auch so ein paar schöne. Moin Moin Achim, Hallöchen. Schau mal auf GameStar oder Twitter, hab's gestern Abend geschickt, was? Ach so, mit der Skyrim. Ja doch, ich habe das gesehen, Angriffsmacht. Ich hab auch den Artikel aufgemacht, durchaus. Es ist nicht so, dass ich es nicht mitgekriegt habe, Angriffsmacht. Keine Ahnung, sag du es mir. Ob noch, nachdem die Seite 3 Girls weiß ich, Gordner Meinung, ich habe noch nie die Bild gelesen, noch nie. Irgendwann muss das ja so kommen. Story von Tetris, wow. So, darf ich da jetzt eigentlich Komm, rein? Lass mich ich darf rein. Doch einfach rein. In der guten alten Zeiten willen. Jetzt will ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Und das wirst du auch. Ja, aber ich habe ihm doch jetzt eine Steintafel... Habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Er hat doch jetzt von mir so eine Steintafel gekriegt. Das war wohl nicht richtig, oder was? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Was habe ich denn jetzt gemacht? Doch, ich soll ja jetzt Butler besorgen hier. Ich soll jetzt Butler besorgen. Das ist meine Aufgabe aktuell. Okay, wir gehen mal eben an die Buchkommode. Ist hier was Schönes? Mine, Crimson, 79 Goldbrocken erhalten und eingeschmolzen. Skeddy, Waren für 250 Gold erhalten. Garas, 6 Goldbrocken erhalten. Alle Wachen, 9 Goldbrocken erhalten. Lager, Ravens Garde, 25 Goldstücke. Finn, 60 Goldstücke. Lenna, 40 Goldstücke. Emilio, 50. Andere 20 Goldstücke. Huno, Fisk, Snuff, je nach Waren. Jäger, soll sich der Anführer drum kümmern. Franco, 7 Goldstücke erhalten. Ha. Unique, nein, natürlich habe ich Elix noch nicht durch. Nein, 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 aber heute ist Retro dran. Heute ist mal wieder Gothic dran, wir müssen ja auch dort vorwärts kommen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das. Das habe ich mir gedacht, ich wollte es bloß einfach mal versuchen. Große Buchstaben und so. Na, ich weiß ja nicht. Na, ich weiß ja nicht. Wie gesagt, gibt noch Ausnahmen. Kenne ich so gut wie alles. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist aber auch, weil man sich, glaube ich, in der Kindheit... Ich meine, das prägt einen ja auch. Ja, man ist ja... Sowas prägt einen noch, wenn man jung ist. Und da vergisst man... Man da hängen ja auch ganz andere Erinnerungen noch zusätzlich dran. Ja, das ist ja nicht nur, dass man das Spiel gespielt hat, sondern man weiß noch genau, wo man war, was da so in der Zeit rundherum passiert ist. Und so. Also das, ich glaube, das liegt einfach daran, dass man da noch deutlich jünger ist. Ja, nicht, dass das alles ist. Die Cam, ich hatte vorher mal eine schlechtere, also ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, aber das hier ist eigentlich die Standard-Cam, die man zum Stream benutzt, die Logitech C920, das ist nichts Besonderes. So, ich soll jetzt Butler besorgen. Also, Freunde, Finn, hey, du. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Hier. Du wirst in der Mine gebraucht. Alles klar, Chef. Du willst den Besten in der Mine sehen? Dann will ich mal wieder. Auf. Was. Ich verrate dir mal ein Butler-Geheimnis. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke quer über den Fels. Mit etwas Glück kriegst du so gleich mehrere Brocken.
Genau, Elix geht dann ab morgen weiter. Elix geht morgen weiter. Das bezog sich auf... Ach so. Grafik draufsteht, gehe ich schon von aus, dass... Ach so, dass ich da draufklicke. Ja, das ist wohl wahr. Angriffsmacht, da hast du recht. South Park. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich bin verwirrt und verstört. Ich weiß nicht, ob ich South Park spielen werde. Glaube ich eher nicht. Ich denke nicht. Ich habe auch die 1 nicht gespielt. Raupi, die Profi. Auch in der Wortwahl. Leistungskontrolle. Viel hat Fisk bekommen. Ach, denkst du, das habe ich mir jetzt gemerkt? Ich glaube... Na, je nach Waren stand doch da, dachte ich, oder? Stand bei ihm nicht je nach Waren, also, ne? Wie bei Huno und so. Man stellt zu spät fest, dass er noch an... Oh. Sieg, Ding, Käsekuchen, 0815, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Würde ich auch sagen, genau, es hat mit der Retro-Perspektive zu tun, ich glaube auch. Kuttenträger. Dinge, die die Kindheit prägen. Ja, ganz genau so. Ganz genau sowas. Kannte die meisten dieser Spiele nicht? Wählt immer die alten Games. Schön. So, hier, Freundchen. Du wirst in der Mine gebraucht. Du hast ja tatsächlich einen roten Stein für mich. Ausgezeichnet. Jetzt werde ich diesen verdammten Fels zu Krümeln verarbeiten. Ich weiß auch schon genau, wo ich hingehe. Noch eine Sache. Wenn du schürfen gehst, pass auf, dass du nicht zu feste drauf haust. Sonst verkeilt sich deine Spitzhacke im Gold. Weißt du Bescheid, Schätzelein? So, das Problem ist, ich weiß, dass er eigentlich nicht buddeln gehen will. Wir werden mal ganz kurz hier speichern. Er will nicht wieder zurück in die Mine. Und ich werde nicht irgendjemanden reinschicken können, oder? Glaube ich, ziemlich sicher. Das heißt, mir bleibt nur er übrig. Emilio, es tut mir leid, aber... Doch, mach mal... Nee, das ist nicht mein Ding, Filkel. Das haben genug andere gespielt. Raupi muss jetzt arbeiten. Nicht zu feste bei der Zwangsarbeit. Ich reiß mich zusammen. Filkel, ich wünsche dir eine angenehme Schicht. Bei den alten Teilen schon nach 10 Minuten. Ja, gut, das ist aber was anderes. Also das ist, glaube ich, ich glaube, dass GTA und Sims, wobei ich auch GTA 2, glaube ich, war, das war auch gut. Die unsere Spiele echt scheiße finden. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Du wirst in der Mine gebraucht. So, der will bestimmt nicht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Dann werde ich mal losziehen. Ach, geht er doch? Okay, das wundert mich jetzt. Ich dachte, er sagt, nee, ich gehe da nicht. Nee, und so. Komisch. Sehr, sehr komisch. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So. Torus, hey, du. Habe getan, was du mir aufgetragen hast. Ich habe 3 Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Ich glaube, der hat Angst vor dir. Das könnte natürlich sein, dass er Angst vor mir hat. Ich darf jetzt rein. Halt! Ich schlaf Geh rein, mir aus dem Mann. Weg, Wache. Ja, in Ordnung. Du kannst passieren. Ja. Wieso? Was? Leute, könnt ihr mal die Leichen hier wegräumen? Das ist ja abartig. Knochen eines Skeletts. Tja. Ihr hättet hier ruhig mal ein bisschen... Oh. Na, bist du auf dem Weg in die Mine? Ja, noch nicht so ganz. Eigentlich will ich zu Raven. Hey, versuch den Tempel zu betreten und du bist so tot wie die Gefangenen hier. Sieh lieber zu, dass du in die Mine kommst. Nett. Warum sind sie tot? Die haben sich kaputt geschuftet. Ja, findest du lustig, ja? Hau dir gleich aufs Maul. Halt durch und durch subjektiv. Ja, natürlich.
Das ist genauso wie Musik. Das ist extrem subjektiv. So, wo ist denn jetzt... Ah, da ist der Sockelstein. Yes! Yes, yes! Sehr gut. Dann können wir jetzt kurz... Ich speichere gerne, bevor wir durch das Portal gehen. So, zack. Hey, mein Freund! Medarion! Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Habe ich doch gerne jetzt gemacht. Jetzt laufen sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Praktisch hier hast du vor ein allem. Paar Goldmünzen. Dankeschön. War das jetzt alles? Reiß dich zusammen! Was ist ja wohl nicht dein Ernst? Haben die mir hier, wenn ich gerade mal hier bin, kann ich ja mal mit allen sprechen, ob die mir noch irgendwas Wichtiges zu erzählen haben. Ich habe Lances Leiche gefunden. Leider, ja. Möge seine Seele in Ardanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Ich bin unbesiegbar, fast. Gib ihm was auf die Fresse. Nee, ich glaube, das geht nicht. Eine neue Gegend gehen darf und sich auf einmal so viele neue Möglichkeiten bieten. Oh ja! Gothic 2 den bisher gespielt. Er sagt, es nicht durchgespielt. Achso, naja, ich war damals auf jeden Fall auch hier, also in dem Add-on-Bereich. Aber selbst den Add-on-Bereich habe ich nie durchgespielt. Also sehr, sehr viel von dem, was wir jetzt hier machen, ist für mich komplett neu. Inzwischen. Also inzwischen ist es eigentlich, so weit habe ich damals nicht gespielt. Die ich eigentlich nicht erwartet habe, die Geschichten sind besser. Es kommt, naja, wie gesagt, also es kommt immer aufs Spiel an. Es ist sehr, sehr abhängig vom Spiel. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, damals gab es noch nicht so die Masse an Spielen, die man jetzt hat. Jetzt wird halt ziemlich viel zum Teil, glaube ich, auf Masse einfach produziert und rausgehauen. Und dadurch kommt natürlich auch ziemlich viel Schnodder. So. Also man muss, glaube ich, sehr, sehr genau abwägen inzwischen, was man sich so holt. Es kann aber auch einfach ein verzerrtes Bild sein. Ich weiß nicht. Also zu kritisch wäre ich da, glaube ich, nicht. Es kommt ja auch immer ein bisschen aufs Spiel an. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Erwartungshaltung an. Ich glaube, manchmal erwarten Spieler heutzutage einfach viel, viel mehr, als es früher der Fall war. Die Erwartungshaltung waren früher einfach nicht so extrem, so exorbitant hoch, was auch daran lag, dass es nicht so viel Auswahl gab. So, jetzt ist es halt so, da muss irgendwie jedes Spiel alles können. Es muss eine geile Story haben, es muss eine Top-Grafik haben, es muss einfach alles total gut machen und ich glaube, das ist, ja, das, also ich glaube auch die Spieler haben sich stark geändert. Osakov, moin, Todesgal, moin, Hallöchen, zeitloser Klassiker, absolut. Einfach grafikpolierte Spiele? Na, nicht alle. Es kommt, wie gesagt, es kommt drauf an, was man spielt. Deswegen spiele ich ja auch so gern Indies. Und eben nicht die AAA-Titel. Verdoppelt sich pro Jahr. Ja, das ist richtig. Das ist korrekt, Untotafer. Schon durch mit Elix? Nein, Wasabi, heute ist einfach Retro-Tag. Wieso fragt das jeder? Nein, heute ist einfach Retro-Tag. Heute ist Gothic dran. Die Latte auch immer höher legen. Ja, das ist richtig. Wartung, werden auch die Werbung extrem geschürt? Damals nicht? Das ist korrekt, Eirater, das ist richtig. Das ist aber eben auch nur bei den großen Titeln der Fall. Sonst hast du nicht so viel Werbung. Bei kleineren, weil die sich das gar nicht leisten können, im Normalfall. Besseren Geschichten ist ja seine Aussage. So, die Frage ist halt einfach, was hat der von den aktuellen Spielen gespielt? So, nur dann kannst du ja sagen, okay, alles klar, er hat halt bisher, also er kennt aktuelle, gute Spiele. Das kann ich ja jetzt nicht so aus der Ferne, weiß ich ja nicht. Lass uns kurz hypen. Yippie!
Jashan? Jashan? Jashan! Vielen, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Ich danke dir für diesen Direkt-T2-Sub, sehe ich gerade. Dankeschön dafür, für die Unterstützung. Du bekommst deine eigene ganz private Gummizelle im Kokon, mach es dir dort bitte mega doll gemütlich. Ist noch ein bisschen kahl, aber vertrau mir, das wird mit der Zeit. Die anderen werden dich in den Gemeinschaftsräumen schon freudigst erwarten. Wir haben eine fantastische Gruppendusche. Das liegt daran, dass man sein eigenes Bad erst im 8. Monat erhält. Und ganz, ganz viel Spaß mit den Emotes. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Ich finde, es gibt wenig Neues. Was? Es kommen quasi täglich 500 Spieler raus, gefühlt. Kennen das Alte nicht mehr, haben so eventuell sehr hohe Erwartungen. Keine Ahnung, Musana. Ich weiß nicht. 3 ist toll, nicht nur die Grafik. Ja, habe ich. Witcher 3 habe ich noch nicht gespielt, aber ja, es soll sehr, sehr gut sein. Vor allem die Lager so cool. Man könnte auch einfach mal im Lager rumhängen und den NPCs zuhören. Todesgal geht jetzt in Elix auch. Geht auch. Funktioniert auch jetzt. Hier, übrigens. Ich habe hier Lernst das Aquamarin-Ring. Ein bisschen Am Content. Besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Mhm. Wegen Raven. Ich war im Banditenlager im Osten. Raven ist ihr Anführer. Aber um an Raven heranzukommen, muss ich erst noch einige der Banditen aus dem Weg räumen. Gut. Dann viel Glück. Aber vergiss nicht, dass es schnell gehen muss. Schnell ist Raven halt bei mir relativ. Raven darf sein Ziel unter gar keinen Umständen erreichen. Er hat eine Goldmine und lässt die Gefangenen darin nach Gold schürfen. Das sieht ihm ähnlich. Du musst die Gefangenen da rausholen. Nee. Ja doch, ich arbeite dran. Ja doch, Mann. Reliquien habe ich bisher, glaube ich, Adanos möge dich schützen. Keine gefunden. Also noch gar nicht gemacht, weil die Viecher da drin viel zu stark sind. Viel zu stark. Die 3 habe ich nie gespielt, Wasabi. Da muss ich mir erst noch selbst ein Bild machen. Witcher geht als Gothic-Fan gar nicht. Finde es schrecklich. Ist alles Geschmackssache. Ist immer sehr subjektiv. Muff, muff, hallöchen. Na, Dude. Oh, Soul, immer diese Wall of Texas. Das ist schwierig, echt. Eben nur das erfahren, was die Spielezeitschriften berichtet haben. So ist richtig, ja. Du musst dir das Zeug hier aber nicht angucken. Mach ich was? Auch nicht. Also ich habe mir bei Elex zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, den Haupttrailer habe ich mir angeguckt. Und dann noch ein einziges Fraktionsvideo, das war's. Mehr habe ich mir nicht angesehen. Ich wollte es nicht wissen. Und was? Wir bieten auch einen super VIP-Bereich. Hashtag Premium-Chat genannt. Die Tür ist gegenüber der Gemeinschaftsdusche. Zahl nur bei Tippi kurz Eintritt. Nix da. Ja, das ist nicht in Ordnung. Hört da nicht drauf. Es gibt keinen Premium-Chat. Das sind die Donation-Alerts. Die werden missbraucht. Dankeschön. Ja, so, sonst komme ich nicht zu spielen. Ich diskutiere echt gerne mit euch. Aber wenn ich dann so eine Wall of Text lesen muss, ist es immer ein bisschen schwierig. Gruppendusche. Todesgal hat Elix auch schon gespielt. Richtig lustig. Oh ja, das ist richtig Todesgal. Für vereinsamte Twitch-User, möglicherweise, Alex. Try that. Wieso nicht da? Was? Hä? Wilkill, wir werden Gothic 3 auf jeden Fall noch spielen. Auf jeden Fall. So, guck mal. Der hier kann. Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauen? Mana-Essenz, Extrakt der Heilung, Elixier der Geschicklichkeit. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob ich Alchemie... Eine Frage an die Gothic kennen. Muss ich, um diesen Sumpfzahn zu zermahlen, um Loose Hammer herzustellen, mich in Alchemie weiterbilden oder muss ich es nicht? Ich will keine Lernpunkte verschwenden. Noch etwas durch die Wildnis, sammelt Kräuter ein. Nein, okay. Gut. Geht so, wenn du die Zutaten hast. Alles klar. Wegen der Herrenhäuser. Okay. Wir haben mit ihm gesprochen. Mit ihm haben wir noch nicht geredet. Hey, du.
Hey, du! Nee, handeln will ich jetzt nicht. Ganz schnell hingerast, moin. Das interessiert mich gerade auch nicht. Nasse Socken für ein Teilchen, moin moin. Hallo Zockerweibchen. Hey. Guten Morgen. Ich hoffe, ich übersehe jetzt niemanden, der hier reinkommt. Fand ich zum Release echt gut, auch wenn die Bugs nicht übersehen habe. Hat mein Rechner ständig auf... Oh, glaub mir, Gothic 1. Mein Rechner hat es so zu tun mit Gothic 1. Also der Rechner meiner Eltern. Lehre mich die fremde Sprache. Frage ist, wollen wir die jetzt langsam mal lernen? Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Nee, ich will das noch nicht. Texte, nee, nee, ja, vergiss. Nee, lass. Wir machen das noch nicht. Bloody Finger, ein wunderschönen guten Morgen, Hallöchen. Musst du doch ein AP ausgeben, steht aber im Rezept. Den Trank habe ich nicht gemeint, aber dann lese ich noch mal ganz kurz das Rezept. Von Fortuno. Sekunde, das ist, wo ist es? Wo ist es hin? Hier. Also, ach doch, ja, ich muss wissen, wie ich Blutfliegen-Sekret dort rausbekomme. Das lerne ich aber bei einem Jäger, wenn dann. Das lerne ich, wenn dann, bei einem Jäger. Wir können mal eben bei den Piraten vorbeigehen. Da muss ich aber, glaube ich, die Rüstung wechseln. Ich weiß nicht, ob die mir sonst nicht aufs Maul hauen, wenn ich die Banditenrüstung anhabe. Glaube ich zwar nicht, weil die wissen ja, wer ich bin und dass ich ins Banditenlager gegangen bin, aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Lass mal ganz kurz bei den Piraten vorab checken, ob die irgendwie noch... Ist da ein Jäger? Ich überlege gerade. Ja doch, hier, der alte Jack könnte das vielleicht können. Elex schon durch? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Elex geht morgen weiter. Heute ist Retro-Tag. Retro. Gothic 2 ist wie Elex. Ist am Ende ist es wie Elex. Oder Elex ist wie Gothic 2. Oh, du bist auch Stufe 20 in Elex geworden. Ja, Muff Muff, sehr gut. So, Jack, mein Freund, unterrichte mich. Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Zähne ziehen, Tiere häuten. Ich weiß nicht, ob ich durch Zähne ziehen dann das Sekret kriege. Ich weiß es nicht. Wegen der Kopftreffer. Ganz schlimm, ja. Zähne ziehen ist was anderes, alles klar. Level 15 mega schwer, dann geht's eigentlich recht gut weiter. Ja. Also wenn du dann so langsam, eigentlich hat das auch nichts zwangsläufig mit dem Level zu tun, sondern mehr, was du für Zeug tragen kannst, Wasabi. Sobald du halt eine etwas bessere Waffe und vielleicht eine bessere Rüstung tragen kannst, geht's eigentlich. Es sucht die dam dam. Das ist wirklich nicht mein Problem. Gucken wir mal ganz kurz durch. Gibt's was Meinst Neues? Handeln? Gibt's was Neues? Jetzt, wo Greg wieder Meinst da du, ist, weht hier ein Achso, anderer. Ja, das kennen wir schon. Glaubst du, das kennen wir daran? Schon. Brandon? Hier. Achso, nee, warte mal. Was kann er mir beibringen im Zweifel? Bring mir was bei. Er kann mir Stärke und Geschicklichkeit beibringen. Okay. Hey. Du bist total unnütz. Du bist nur ein Pirat. Skip wird mir auch nichts erzählen können. Nur auf die Kraft an. Ob mir Greg gerade noch was erzählen möchte? Greg! Oh. Die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es. Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Stimmt. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Hui! Einen Ring! Was hat er mir denn... Das ist wieder so, ich habe einen Ring erhalten. Toll. Welchen denn? Das war doch vorher klar. Welchen habe ich denn erhalten? Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Tja, nun, ich weiß es nicht. Ich habe einfach irgendeinen Ring bekommen. Das ist ja schön. Dreh ich durch. Die Serie sieht so dämlich aus. Okay. Master Betty, moin. Ich kann leider die Werbung nicht beeinflussen. Kein Stück.
das hat er wirklich zu. Todesgal, generell danke für die Info, aber ich wundere mich über gar bitte nur solche Informationen schreiben, wenn ich aktiv frage. Du. Wegen dir lässt mich Greg jetzt hier brett. Lass mich blocken. Ja, ja, das kennt mir. Bitte nur sowas schreiben, wenn ich aktiv danach frage, das wäre sehr nett. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das ist ja Ring der Krieger gewesen, sei denn, ich hatte vorher schon Ring der Krieger. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Lohnt sich Elex? Absolut. Ja. Fantastisches Game. Wenn man die ersten 10 bis 20 Stunden, je nachdem wie schnell man spielt, damit klarkommt, dass man ein übelster Lappen ist und die ganze Zeit stirbt. Wenn man sich mit irgendwas anlegt. Damit muss man, also man muss ein bisschen frustresistent sein. Das muss man einfach abkönnen, aber danach wird's geil. Also dann wird's halt richtig, dann fühlst du dich halt Imber. Das ist halt ziemlich nett. Von Amazon Prime überzeugen, ja, dann kriegt er keine Werbung mehr. Aber das werde ich nicht tun. Angriffsmacht. Das werde ich nicht tun. Geh nochmal zurück. Nein! Mann, hört doch mal dieses Backseat Gaming! Was soll ich denn jetzt am Strand? Ich will jetzt nicht, was soll ich denn jetzt am Strand? Wieso? Ja, dann Cookie, dann auf jeden Fall. Erlöser rum. Ja, der ist halt übel. Twitch Turbo oder ein Sub. Ja, das würde auch gehen. Kriegt man da nicht am Anfang trotzdem Werbung? Selbst als Sub? Also, wenn man den Stream startet? Ich weiß nicht, wie das ist. Helft mir. Ich krieg sowieso keine Werbung aufgrund von hier Dingsbums. Zum Banditenla... Ja... Ja, zum Banditenlager. Und jetzt aber, weil der Skull mir ja gesagt hat, wo ich hin muss, gehe ich da mal hin. Mich fragt. Man merkt, dass ihr heute einen Feiertag habt. Ja. Hallo Spider-Org, moin. Strand kann man doch super chillen. Ja, das stimmt wohl. Ich gehe vielleicht später noch zum Strand. Rücken, Sitz, Spielen? Was? Im Tent? Was? Ihr habt Feiertag? Heute ist Feiertag. Morgen in einigen Bundesländern auch. Bei mir aber nicht. Das Ding ist da. Das Ding, Ding. Ja. Seit ich das Wort Ding kenne, kann ich alles erklären. Hey. Ja nicht, dass das alles ist. Warum erfahre ich das jetzt? So, das müsste ja dann einer von den zwei da vorne sein. Das war kein Gehen wir mal gucken. Wir haben morgen dafür heute nicht. Es gibt Bundesländer, die haben beide Tage. Ist total fies. Hey. Sancho! Was gibt's Neues? Ich hab gehört, du hast Franco umgelegt. Nee. Aber jetzt haben wir diesen Carlos am Hals. Mit dem ist auch nicht zu spaßen. Sorry. Tut mich leid. Du nicht. Dann muss es einer von den zweien da drüben sein. NRW hat beide. Siehste? Ja. Baden-Württemberg hat auch beide Tage. Ist total gemein. Heute bundesweit ist es auch nur dieses Jahr, ja. Nee, du auch nicht. Also du. Du musst es können. Hey, du. Edgar. Ha! Wegen der Blutfliege. Da ist es. Was willst du wissen? Bring mir das mal bitte bei. Ja, genau das. Wie kann ich das Sekret der Blutfliegen entnehmen? Schneide die oberste Schicht des Stachels längs auf. Dann läuft das heilende Sekret schon raus. So ist es völlig ungefährlich, einen Stachel auszulutschen oder ihn für irgendwelche Tränke zu verwenden. Das Ding ist ja aber, dass ich jetzt Blutfliegenstachel brauche, oder?
Und da weiß ich gar nicht, ob ich welche habe. Das wage ich nämlich fast zu bezweifeln. Hält ein giftiges Sekret? Ich glaube nicht, weil ich die ja gar nicht rausziehen kann. Dinge Sumpfkraut. Ja nun. Halloween-Party morgen auskatern. Restwoche, Donnerstag, Freitag, Samstag. Bayern hat dieses Jahr auch beide. Athanasius, Momoin, Hallöchen. Captain Mayday, Momoin. Ron, ich habe Amazon Prime. Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Ich bin versorgt. Sandy, einen wunderschönen guten Tag. Toxic Meats. Oh, moin, Hallöchen. Hi. So, das, wie gesagt, das Problem ist jetzt natürlich, ich habe keine Stachel. Also, wenn, dann habe ich maximal einen. Da weiß ich nicht, ob der hier, ob das hier ein Blutfliegenstachel ist. Das ist kritisch. Ich weiß nicht, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die irgendwo kaufen kann. Wir können maximal mal gucken, vielleicht, sag mal, Fisk. Nee, Fisk hatte da auch keine. Gothic 2 ist ja auch ein fantastisches Spiel, da kann man sich ruhig freuen. Toxic Meat. Die können mir nichts handeln. Der eine Stachel ist ein Blutfliegenstachel, ja, aber ein Sekret reicht ja nicht. Ich brauche, glaube ich, das Stachel von. Das Sekret von zwei Stacheln. Hast du die Welt schon von Blutfliegen befreit? Ich glaube größtenteils ja. Du hast mir nichts zu erzählen gerade, oder? Nee. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wir gucken noch mal ganz kurz in das Rezept, aber ich glaube, da steht 2 drin. Wo ist es? Hier. Genau, das Sekret aus 2 Blutfliegenstacheln. Die Gothic-Reihe ist einfach super. Ja. Vermutlich ging es um Loot. Korrekt, Alex. Diskret Stacheln. Snuff, du hast nicht zufällig welche, oder? Nee. Ah, warte, ich kann dich, das konnte ich dich bisher noch nicht fragen. Wie läuft der Laden? Gut. Estebans Ableben dürfte wohl für einige hier ein Grund zum Feiern sein. Das glaube ich gern. Du hast nicht zufällig welche. Gib mir was zu trinken. Was ist denn das hier? Nee. Schade. Dann können wir maximal Fisk noch fragen. Der Schmied wird keine haben. Fisk wäre noch eine Idee. Wer bist du? Du bist auch nur ein Bandit. Der arme Kerl kann einem leid tun. Seht ihr überhaupt noch was? So ein bisschen, oder? Ihr seht immer mal das Lagerfeuer. Daran wird sich nie etwas ändern. Typisch Raupe. Ja, mein Leben dreht sich generell nur um Loot. Natürlich. Zeig mir deine Ware. Endloses Inventar, ne? Klar. So wie das sich in den Gothic-Teilen gehört. Och, Gott sei Dank. Oh, er hat tatsächlich Stachel. Yay! In den Piranha-Bytes-Spielen hat man grundsätzlich ein unendliches Inventar. Also man hat keine Gewichtsbegrenzung oder sowas. Das ist sehr schön. Sehe zu wenig, mir scheint die Sonne so ins Fenster. Immer das Gleiche. Verdammt. So, pass auf hier. Also, ich brauche... holt er das jetzt selber da raus? Beutel roter Tränenpfeffer. Ich glaube, mir fehlt noch der Beutel roter Tränenpfeffer. Kann ich den mischen? Sumpfkraut, Tabak mischen.
Mit Honig. Nee. Wesentlich besser in Skyrim ist das meist nur nervig mit Limit. Ja. Das stimmt. Don Quixote, moin, hallöchen. Das ist natürlich jetzt ätzend. Wo kriege ich denn jetzt einen Beutel roter Tränenpfeffer her? Ich sollte den Trank nur brauen, wenn ich an allen Zutaten auskenne, sonst wirkt er tödlich. Scheiße. Psypeed, moin. Das heißt, wir kriegen das jetzt nicht hin. Alles klar. Wir werden irgendwann werden wir den Pfeffer schon finden. Wir kriegen das jetzt nicht auf die Reihe. Ist nicht so schlimm. Kannst du ja zum Glück Erweiterung kaufen. Aha, toll. Inventar war so voll. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, Angriffsmacht. Lügen. Lügen sind das. Gnadenlose Lügen. Es ist nicht wahr. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Ja, das wäre hilfreich. Warum erfahre ich das jetzt erst? Normalerweise bekommt man die nicht voll Gornamentlos. Normalerweise vielleicht nicht. So, hier haben wir Gardisten. Den Tempel soll ich nicht betreten. Daran halten wir uns vorerst. Vorerst. Ihr wisst, was ich meine. Also. 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 Alter. Toll. Alles nur eine Richtung. Ja, fantastisch. Die geht so auf. Das sind alternative Fakten. Ja. Gefällt mir nicht, Angriffsmacht. Das sind Lügen. So haben wir. Wo wächst der denn? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Buxtehude richtig ist. Und selbst wenn, komme ich da ganz schlecht hin. Estebans Truhe ist so ein Pfefferbeutel für die Truhe, gibt es aber keinen Schlüssel im Originalspiel, das ist ja auch nice. Dann hilft mir diese Information nicht viel weiter. Außer, dass ich deprimiert bin, dass es dafür keinen Schlüssel gibt. Toll. Gornamentlos. Toll. So. Hier haben wir gelootet, dann gehen wir erstmal in die Mine. Und schauen uns dort ein wenig um. Hey, willst du buddeln gehen? Dann vergiss nicht, dich bei Sketty einzudecken. Was brauche ich denn? Nun, zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Oder wie wäre es mit Heiltränken? Da unten gibt's Minecrawler. Killer Rundai, wenn du da so nah wohnst, kannst du mir denn bestätigen, dass es da roten Pfeffer, Tränenpfeffer gibt? Roten Tränenpfeffer? Will auf das Geschäft. Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven, deshalb packen sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Das stimmt wohl. Saku, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zocken. Bye bye. Oh, German Hero, ein wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Die Mentalsack zu schwer zum Schleppen war. Als Ergebnis fehlt ja eine Folge zwischen 6 und 7. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Verdammt. Damals vergessen. Rollmops, ich wünsche dir einen schönen, was haben wir heute? Dienstag. Einen schönen Dienstag. Bist du dir sicher, Killer Rundai? Schau mal lieber nach. Fahr mal hin und schau nach, bitte. Bloodwyn? Bloodwyn kennen wir doch auch. Hat er hier was zu sagen? Aus dem alten Er hat Laden. Die Aufsicht über die Mine. Aber er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam.
Nein, warte. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Aus der Gruft? Im Gegensatz zu Raven hat er ein großes Interesse an Gold. Wie aus der Gruft? Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein? Ziemlich flach mit rundem Kopf? Genau die meine. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln. Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort zu graben. Und als die Gruft endlich freigelegt war, ist er mit seiner Garde dort reinmarschiert. Na toll. Was wollte Raven in der Gruft? Du bist ziemlich neugierig. Ja. Erinnerst mich an einen Kerl, den ich mal kannte. Tja, Skelly. Der war genauso neugierig. Ja. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. Nein, nie. Komm zur Sache. Was ist in der Gruft passiert? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Hey, Skatty, nicht jetzt. Das hier ist wichtig. Also, was hat Raven dort gemacht? Na schön. Er hat etwas gerufen, beschworen. Er rief immer wieder Worte in einer fremden Sprache. Helles Licht drang aus der Gruft und dann hörte ich einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ein dämonischer Schrei. Und? Weiter? Mehr weiß ich nicht. In dem Augenblick kam Bloodwin aus der Gruft und hat mir gesagt, ich soll verschwinden. Und das habe ich dann auch getan. Es hat auch gar nicht so lange gedauert und Raven ist mit seinen Jungs wieder im Tempel verschwunden. Seitdem hat sich Raven nicht mehr blicken lassen. Okay, das klingt spannend. Wir wollen also in die Gruft, habe ich so das Gefühl. Sicher nicht, aber die Kleinstadt ist groß. Das wird Tage dauern. Na dann, auf, beeil dich, umso schneller bist du fertig. Bring eine Bodenprobe mit, genau. Oder dementieren, glaubhafte Abstreitung. Ach, sei ruhig, Angriff macht... Auf den Nordpol nicht betreten, sonst loot hier alles weg. Alles. Ja, Übung halt so. Nee, ich wäre als ob ich die wieder rausgeben würde. Hallo? Sag das meinem Erzberserker, dass er warten muss. Erzberserker von Killer Rundai, du musst warten. Er hat jetzt erstmal eine wichtigere Aufgabe. Okay. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ja. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Ich habe Erfahrung. Kosten 2 LPC% und 0. Willst du was trinken? Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Ich glaube, ich habe Bier. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Aber vielleicht hat Lucia noch eine Flasche. Ich glaube, ich habe Bier. Wohl bekommst. Reicht doch. Boah, das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held. Immer gern, Skelly, immer gern. Lass uns handeln. So, Inquisitor. Edles Bastardschwert, Streitaxt, Langschwert. Leichter Zweihänder, haufenweise Spitzhackenbolzen, Extrakt der Heilung, Mana-Extrakt und ansonsten eigentlich nichts, was mich interessiert. Haben wir doch irgendwie Waffen zu verkaufen? Bestimmt, oder? Oh, guck hier, Betty. Hallo, das ist mein. Der Orkschlechter, die Folteraxt, Sturmknecht. Sturmknecht werde ich nie tragen. Eigentlich kann er also weg. So. Runenmacht werde ich vermutlich auch nie tragen, aber wer weiß. Aladin Zweihänder kann weg, denke ich. Oder? Oh, ich weiß nicht. Steinbrecher kann auf jeden Fall weg. Schädelspicker kann weg. Piratensäbel kann inzwischen, glaube ich, auch weg. Grobe Kriegsaxt, rostiger Zweihänder. Breitschwerter, rostige Axt. Das weg. Das weg. Die Spitzhacke brauchen wir gleich. Schwere Äste, ein Dolch, magische Armbrust, Langbogen, Feuerbogen. Das war's, oder? Ich glaube nicht, dass ich irgendwann Pfeile brauchen werde, aber ich behalte sie mal noch. Ich habe aktuell jetzt nicht unbedingt so das Problem, was Gold angeht. Wieso sehe ich hier leider nicht, wie hoch ich denn im
Ich sehe echt nirgends, wie hoch ich bin mit hier Dingsbums. Gold abbauen. Das ist aber nicht schön. Schade. Das ist sehr, sehr schade. Halte es für die Nachwelt fest. Raubling gibt Loot ab. Raubbewahrter, genau. Ich habe das alles, ich habe das gelootet, habe ich das Eis. Shang Tsung aus Mortal Kombat? Was? Zentralkomitees der SRD, Sozialistische Raupenpartei Deutschlands. Wow. Öffentliche Nachrichtenbereich, sagen wir mal, kompromittiert. Wow. Pech. Den Fisch nehmen wir mit. Guck mal, hier liegt überall Zeug rum. Schön lecker. Guck mal, hier wäre auch ein Bier gewesen. Also Skelly, ich weiß echt nicht. Du musst bloß mal hier ein bisschen rumgucken, Mensch. Lederbeutel. Stimmt, wir haben, glaube ich, auch noch ganz viele Lederbeutel mit, oder? Oder war das unten alles nur Tabak? Ich dachte, ich hätte die Lederbeutel alle mal aufgemacht. Stimmt nur noch. Das ist Apfeltabak. Nee, das sind alles. Hier, guck mal, Krauttabak. Und hier haben wir Lederbeutel. Können wir alle mal aufmachen. Alles weggeraubt. Komplett, ja. Ich raube immer alles weg. Wie wieso oder Nax, Tankologe, Momoin. Dein Gegner nach der Niederlage die Seele genommen mit den Worten, deine Seele gehört mir. Ah, verstehe. Ersetze Seele durch Loot. Rackwart, moin, ey, wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Naja, Loot gehört mir. Mir ganz allein. Viel lieb Dank für den Resub. Danke für 10 Monate im Kokon. Fühl dich ganz, ganz fest gedrückt und geknuddelt. Der 10. Monat bedeutet, du bekommst eine Knieberanlage. Momentan ist es relativ frisch, nutze sie also ruhig zum Heizen. Im Sommer wird sie dir dann gute Dienste zum Kühlen leisten. Vielen, vielen lieben Dank für ganze 10 Monate fleißiges Knöpfchen drücken, mein Lieber. Fühl dich geknuddelt. Dankeschön. Für die Geschichtsbücher festhalten. Ach, dass ich Loot abgegeben habe, dass ich Dinge verkauft habe. Ja, nur um anderen Loot zu kriegen. In Form von Gold. So. Wir speichern jetzt nochmal, weil ich nicht weiß, ob hier ein Ladescreen kommt. Und Ladescreens sind immer gefährlich. So, habe ich jetzt hier vorne alles... Nee, ich wollte hinter ihm noch gucken, ob ich das looten darf. Oder ist das nicht okay? Er scheint ihn nicht zu interessieren. Also ist es meins. Robling im Supermarkt vor. Ich nehme alles mit. Alles. Das ist alles meins. Es gehört alles mir. Alles. So, Milch. Einen Trank. Und hier haben wir noch eine Truhe. Och, nö. Gletscherquarz und ein Beil. Wir haben bestimmt bald wieder keine Dietriche mehr. Out of Dietriche. Oh ne, scheint kein Ladescreen zu kommen. Das ist sehr schön. Hallo. Ich will hier mal schürfen. Einfach mal hacken. Eigene Fähigkeit prüfen. Das kann doch nicht wahr sein. Aha. Und jetzt sage ich einfach mal hacken, oder was? Goldsplitter fliegen durch die Gegend. Aha. Und das hat jetzt was bewirkt? Das weiß ich nicht so richtig. Lennart! Na, alles gut? Läuft's? Baum, baum. Genau, im echten Leben habe ich leider ein begrenztes Inventar. Das ist schwierig, ist das. Zuckerfarbe, einen wunderschönen guten Tag und vielen lieben Dank für den Kuchen. Dankeschön, ich werde es mir schmecken lassen. Danke für 3 Monate im Kokon. Für dich festgedrückt, danke fürs fleißige Knöpfchen drücken. Du bekommst endlich Licht in deine Gummizelle. Allerdings musst du auf den Lichtschalter noch ein bisschen warten. Der Elektriker ist langsam, das dauert ein bisschen. Wir wollen den alten Mann nicht hetzen.
Ich hoffe, bis dahin kommst du damit klar, das Leuchtmittel aus der Fassung zu drehen, damit es dunkel wird. Der muss vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Moin, moin. Mit mir kann man sowas nicht machen. Durch die Gänge rennt, links, rechts, alles aus den Regalen schmeißt. Alles mal halt! Alle sind gerannt wie die Stimmt Haare. Auch verantwortlich für das Aussterben der Dinosaurier. Das habe ich früher auch immer gesagt. Tja. Alles gut? Das kann ja nicht ewig sein. Ey, Schock, moin, moin, Hallöchen. Alles klar? Immer schön gleichmäßig. So kommst du an die dicken Nuggets. An die dicken. Das liegt doch auf der Hand. Wer stellt sich das Emilio. Hey. Na? Wie läuft's? Ich rackere mich ganz schön ab. Na, Hauptsache, ich werde nicht von einem Crawler gefressen. Nein, bestimmt nicht. Ich werde mich gleich um die Crawler kümmern, hoffe ich zumindest. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacker einschätzen? Bei dir würde ich sagen, du bist ein waschechter Buddler. Ein waschechter Buddler. Wieder bei der Arbeit? Ja, jetzt hole ich auch noch das letzte Stück Gold aus dieser Mine. Das war doch seine Entscheidung. Ja, das Problem nur ist, irgendwie, wenn ich das mache, kommt da gar nichts raus. Crimson hey. United. Entschuldigung. Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse. Natürlich schmelze ich Gold ein. Nun. Und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Okay. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mache dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir 10 Goldstücke. Ist das viel? Was weißt du über Raven? Du glaubst es nicht. Ich war dabei. Ich habe gesehen, was er in der Gruft gemacht hat. Er hat seltsame Worte gemurmelt und gerufen. Immer wieder. Kardimon Fatang Shatar Fatang Belia. Nein, nicht und Belia. Und da kam ein gleißendes Licht aus der Gruft und ich hörte den Schrei. Oh, ihr Götter, diese Stimme, das war der Klang des Untergangs der Welt. Raven hat mit ihr gesprochen. Sie haben sich unterhalten. Raven und die Stimme. Ich weiß nicht mehr, was sie erzählt haben. Ich weiß nur, dass ich erst viele Stunden später wieder in der Lage war, meine Knochen zu bewegen. Gruselig. Das hätte ich dir vorher sagen können. Gruselig. Das weiß ich nicht, Packel. Ich weiß nicht, warum er das macht. Ich kann es dir nicht sagen. Mr. W, habe ich dich begrüßt. Hallöchen. Bin mir unsicher. Ich mach's lieber doppelt. Heute gern Nightmare Before Christmas gucken. Mach das doch. Du hast den Film aber nicht. Verdammt. Und Packe, vielleicht geht das einfach dann leichter, wenn er das im Feuer macht. Oh, du hast zu viel Kuchen über. Ja, ich gucke nochmal den Wert an. Auf jeden Fall. Ich will jetzt erstmal wissen, haben wir denn Goldbrocken? Schon. Das ist ja die entscheidende Frage. Alte Münze, Goldbrocken. Wert 18. Beim Verkaufen kriege ich dafür aber, hey, glaube ich, nicht 18, sondern die Hälfte. Lass uns falschen. Nein, nein. Das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Ja, genau. Bringt Kannst mir du das weg? Was? Klar! Bist du bereit? Na los. Kardimon Fatang Shatar Fatang Belia. Okay. Ich glaube, wir sollten Saturas davon berichten. Huch. Hey, wo willst du hin? Willst du in diesen Gang? Naja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Willst? Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier nur noch rumsitzen. Wir müssen Gold hacken. Ich hab nicht vor, sie zu schlagen. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bloodwyn. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Aber er hat die Sklaven Bloodwyn geschenkt. Ah. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. Das ist ja nett. Alle sind gerannt wie die Hasen. Das ist ja nett. Du Mädels, ich muss aber erstmal ganz kurz ein Päuschen machen.
Ich muss mal eben ein kurzes Päuschen machen. Ich bin dann in wenigen Minuten wieder da. Ihr könnt euch derweil das Gehacke hier anhören. Und Gesabbel rundherum. Nie irgendwas zum Hauen? Rat, ich will niemanden hauen. Behalten, man bekommt ja eigentlich auch so genug Gold zusammen. Ja, eben. Deswegen. Also ich glaube, ich behalte es erstmal. Ich behalte es erstmal. So, ich bin kurz weg. Ich bin in wenigen Minuten wieder da. Lauft mir nicht davon. Geht auch mal für kleine Flauschraupen und holt euch einen Kaffee oder so. Oder einen Tee. Oder was anderes zu trinken. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.